Euer Gnaden? Wir haben noch nichts vollständig, oder? Steinwohl, Inquisitor. Na, offenbar noch nicht. Bis zum nächsten Mal. Beste Adern, Inquisitor. Dann lasst uns mal zum Kartentisch gehen. Der ist hier. Oh, Josephine habe ich vergessen. Mit ihr haben wir ja auch noch die Quest. Dass wir ihre Familie, ihren Ruf retten sollen. Welche Neuigkeiten aus dem Haus der Ruhe, Inquisitor? Wie genau macht man einen Bauern zu einem Mitglied der Oberschicht? Es gibt gewisse Verfahren, um verdienten Bürgern des Reichs den Titel eines Lords oder einer Lady zu verleihen. Sehr langwierige Verfahren. Und dann dieser Papierkram. Ich musste jede Menge Gefälligkeiten einfordern, um das Ganze zu beschleunigen. Warum haben die Duparaquettes die Montillers so sehr gehasst, dass sie eine ständige Mordwache gebildet haben? Zwei Kinder der Montillers und der Duparaquettes verliebten sich. Ein junges Paar, beide bereits versprochen, wollte ausreißen. Die Geschichte endete so blutig, dass es ein Wunder ist, dass sie jemand überlebt hat. Glücklicherweise hegen die Nachkommen der Duparaquettes keinen Groll mehr. Was, wenn die Duparaquettes sich weigern, euch zu helfen? Ich habe bereits mit den Duparaquettes gesprochen, Inquisitor. Sie sind bereit, uns zu helfen. Es wird ein langer Weg, aber eine Lordschaft wäre die Chance, eine stolze Adelsfamilie wiederherzustellen. Außerdem habe ich Ihnen viel Gold für Ihre Hilfe in Aussicht gestellt. Seid ihr sicher, das Haus der Ruhe vergisst diesen Mordauftrag wegen der Unterschrift eines Bauern? Das ist völlig legal. In den Adelskreisen von Val Royeau ist ein geschriebenes Wort bindend. Zudem würde es die Gilde auch niemals riskieren, sich derart ungebührlich zu verhalten. Diese Meuchelmörder haben tatsächlich Angst, unhöflich zu erscheinen. Einen öffentlich geleisteten Eid oder eine Übereinkunft zu brechen, gilt in Orlais als Zeichen von Armut. Ein gewöhnlicher Händler mag nicht die Mittel oder den Anstand haben, eine Schuld zu erfüllen. Aber eine Gilde? Es wäre beschämend. Ihr sagtet, ich müsste Val Royeau einige Gefälligkeiten erweisen, um die Duparaquettes wieder zu Lords zu machen. Wir beginnen mit Comtesse Dion. Ihr Geliebter, ein Magier des Weißen Turms, wird vermisst. Bringt ihr Neuigkeiten über seinen Verbleib und sie wird gerne bereit sein, die Lorderhebung der Duparaquettes gut zu heißen. Ah, neue Option. Neue Quest. Ein Magier also. Wie stehen die Chancen aktuell in einem Magier-Templer-Krieg, dass der Magier noch lebt? Sind noch so viele Aufgaben offen. Gehen wir erstmal danach. Bekannte Verhandlungen. Die Gespräche zwischen Ferelden und Orlais wurden in Jader abgehalten. Jader abgehalten. Und es war nicht einfach, eine Eskalation der Lage zu verhindern. König Alistair ist alles andere als ein Diplomat und hatte wenig Geduld für die endlosen Verhandlungen. So kennt man ihn. Glücklicherweise will Orlais keinen Krieg und wir konnten einem zukünftigen Friedensschluss den Weg ebnen. Der König hat uns als Anerkennung der Bemühungen der Inquisition ein Schwert übersandt, das einst dem ferelischen Helden und König Kaelnet gehörte. Den Rächer. Na, mal sehen, ob das was für uns ist. Wir verschonten den Klingen des Valukars. Sie sind in einer Höhle an der Küste, mindestens 100 bis an die Zähne bewaffnete Fanatiker, die den Inquisitor für einen Spion aus Parabolen halten, der sich zum Kunde bekehren will. Ja genau, das ist das, was ich will. Sehr realistisch. Allen Anzeichen nach sind sie gefangen. Noch am Leben. Das ist die erste Aufgabe, die wir machen werden. Der Rat der Magie. Die Anwesenheit von Inquisitionstruppen im Rat der Magie hat eine wütende Reaktion von Herzog Central ausgelöst. Mir wurde berichtet, dass dies zu einer Pattsituation führte, die der Herzog gewaltsam beenden wollte, ehe er von unserem Spion vor Ort besänftigt wurde. Corbin hat in dieser Situation einen kühlen Kopf bewahrt und besonnen gehandelt, was ich unter normalen Umständen von einem Zwergenkrieger nicht erwartet hätte.
Die aufgebrachte Menge hat sich mittlerweile zerstreut und Corbin hat uns die Artefakte geschickt, die es die Venatori seiner Meinung nach abgesehen hatten. Schön. Wo ist das? Da. Valokas-Söldner. Meine Truppe natürlich erstmal sichern. Kommandant, allen Berichten nach ist die Höhle, in die die Kunari gebracht wurden, schwer befestigt. Wir wissen weder, wie viele Fanatiker sich in der Höhle befinden, noch über welche Verteidigungen sie verfügen oder ob die Gefangenen noch am Leben sind. Äußerst so vorsichtig geboten. Okay, ich kann die beiden gar nicht wählen. Machen wir uns an die Arbeit? Dann hau rein. Schnell, rette meine Jungs und Mädels. Wir mögen für die Duparakets finden. Die Duparakets in den Adelsrang zu erheben, ist der Schlüssel, um die Mordpläne gegen Josephine zu verhindern. Das brauchen sie einen adeligen Bürgen. Comtesse Dion wäre bereit zu helfen, wenn sie im Gegenzug Neuigkeit über ihren Liebhaber, einen Magier namens Ellerly, erhält, der nach Ausbruch des Kriegs zwischen Magiern und Templern verschwunden ist. Inquisitor. Mach du das mal. Warum ist da ein Plus bei einer Quest? Angeblich einer Quest, obwohl da keine Quest ist. Faszinierend. Ich gehe da nur rein, weil es sind eigentlich nur Beschaffungsquests. Weil ich will, dass die mal aufhören zu leuchten, die Beschaffungsquests, die ich schon kenne. Die ganzen Ressourcensachen werde ich mir mal markieren, dass ich sie schon gesehen habe. Dann wirkt das ja schon deutlich weniger. Ist das nur Geld sammeln? Das kann man ja beliebig oft machen. Ressourcen des Fallbruchs. Verzitzung der Arbeit ihrer Vorgängerin. Ein sauber ausgefülltes Antragsformular in dreifacher Ausführung für die zuständigen Stellen. Antrag Flora aus Südferelden und Ost-Orle, darunter einige ungewöhnliche Exemplare, siehe beigefügte Liste. Gewebeproben von mehreren häufig vorkommenden Fleischfressern, siehe beigefügte Liste. Zugang zu einer detaillierten Karte von Südtäders und den aus Haven geborgenen Unterlagen. Zweck? Meine Vorgängerin Minerva untersuchte Veränderungen der Fress- und Migrationsmuster verschiedener Spezies nach Erscheinen der Bresche. Arbeit bleibt unvollendet. Ich möchte sie abschließen. Nochmal Ressourcen. Sind Ressourcen. Kräuter sammeln. So habe ich das noch nicht gemacht, die roten Templer an der Sturmküste. Ah, weil das nicht das ist, was ich gerade dachte. Da ist denn nochmal Lord Enzo? Dafür warte ich, bis Liliana wieder frei ist.
Die mit uns verbündeten Händler des Königreichs an Hiva lassen fragen, ob sie uns in irgendeiner Weise helfen können. Sie können uns mit den edelsten Waren in ganz Fedas beliefern, was unser Ansehen steigern und unser Einfluss nach Norden ausdehnen würde. Wir stehen euch zu Diensten. Rein da. Von verlorenen Vermögen. Ja gut, aber die Aufgabe habe ich ja jetzt gerade in Gang gebracht praktisch. Die dauert halt, bis sie fertig ist. Der letzte Venatori fehlt noch. Gut, dann kann ich unter uns Freunden gerade nichts Neues machen. Risse. Brillio. Oder die erhabenen Ebenen. Ich glaube, die erhabenen Ebenen waren eher Mandapel. Oh, aber erstmal möchte ich was zu Runen besetzen lassen. Wir haben ja nun Runen. Und sollte ich diese auch verwenden? Ich will euch nicht so nahe treten, wisst ihr? Wo ist mein anderer Hab? Ach, da. Oh, und den Rächer. Mal gucken, ob wir ihm jemanden geben können. Okay, der ist schlechter. Schade. Ja, dann nicht. Waffen modifizieren. Mein Bogen. Warte, ich habe den gerade ausgerüstet. Okay. Der hat die Rune der Reinigung. Was machst du denn? Schaden gegen Verderbtheit. Schaden gegen Dämonen erhöht. Schaden gegen Kälte. Schaden gegen Sterbliche. Ich glaube, ich würde das dem Bullen ergeben. Du bist nun verzaubert. Varric, deine Dolche. Die namenlose Klinge scheint ehrlich gesagt besser zu sein. Als das, was du gerade drin hast.
Weil natürlich die Frage ist, auf welche Seite es besser ist. Verwegenheit. Okay, ja, es ist auch besser als flinkes Messer. Es sollte sich nicht reiben. Reißschaden gegen Sterbliche finde ich halt schon mal nice eigentlich. Das Coole ist, dass er zwei Dolche benutzt, heißt das ja auch, er kann zwei Runen benutzen. Dorian, da bist du. Sturm. Das ist auch der beste, den wir gerade haben. Es verändert nichts. Runde des Geistes. Eine Frostzone kann ich keine Stäbe draufsetzen. Ah. Ja, okay. Aber dann hast du halt schon eine Rune. Meisterhafte gravierte Axt. Bist du denn Zweihand-Axt? Einhand-Axt? Siehst ja nach einer Einhand-Axt aus. Ich finde es halt so schade, dass man nichts Genaues erfährt. Da ist, glaube ich, das, was ich schon hergestellt habe. Für den Bullen. Das meisterhafte geprägte Großschwert müsste das sein. Nee. Beständige, starke Kriegsklinge. Ah, 211 Angriff allerdings. Das ist also besser als das, was ich da gerade habe. Magierstab. Das ist tatsächlich auch das Bessere, was... Das ist eine coole Waffe. Dass Dolche so stark sind. Bis 216 und bis 209. Was ist denn aktuell bei Varric so los? Varric. 229 und... 193, ja, okay. Dann kann ich auch gleich mal bei Dorian eigentlich gucken. 97. Dieser Hut sieht so furchtbar aus. Ah ja, und mein Bogen ist was? 116.
glaube, der eine Dolch war besser als das, was Beric aktuell hat. In seinem einen Dolch. Das ist cool. F, der Gesundheit wiederhergestellt wird, wenn er im Sterben liegt. Aber 10% Chance. Boah, 4 zusätzliche Treffer von verborgene Klinge. Jetzt müsste ich wissen, wie viel Schaden das tatsächlich macht. Das ist natürlich auch cool. Okay, mehr als 84 Schaden die Sekunde bekomme ich leider nicht hin. Nee, 84 Schaden generell. Prozent Heilung bei Tod. Was? Das ist dann jedoch kein Tod. Ach, das hat funktioniert. Oh, cool. Ich hatte gerade. Er hatte so eine normale Farbe und dachte, da hat es wohl nicht geklappt. Dornenlangbogen.
93. 105. 105. Rüstungsdurchdringung ist halt an sich nie verkehrt. Betreffe aber eigentlich auch nicht. So, der Jahresbericht ist jetzt auch bereit. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was dabei rumkam. Ich habe den hochwertigen Derlischbogen. Ja, es ist nicht besser, was dabei rauskam, leider. Schade. Gut, dann können wir jetzt noch mal schnell Lenianas Aufgabe abholen. Und dann das nächste Gebiet freischalten. Wir müssen sowieso noch mal an den Kartentisch. Einen Bürgen für die Dupparakets finden. Meine liebste Lynette, ich wurde auf dem Rückweg von Konklave verletzt, als dieser verrückte Krieg zwischen den Abtrünnigen und den Templern ausbrach. Ich habe mich in einem heruntergekommenen Gasthof gerettet, in dem sich meine Beinwunde allerdings zu einem Eier... Bist du ein was? Fieber auswuchs. Glücklicherweise schickte die Inquisition, nachdem sie mich gefunden hatte, nach einem anständigen Heiler. Ich verdanke ihnen zweifellos mein Leben. Man sagte mir, der Inquisition würde dir diesen Brief übergeben und das verschafft mir erstmals seit dem Konklave eine gewisse Beruhigung. Bleib in der Hauptstadt, meine Liebste, bis ich zu dir kommen kann. So, wie geht's denn jetzt weiter damit? Sprich mit der Comtesse in Val Royon. Ja, okay. Machen wir erst das. Das wird ja nicht lang dauern. Wir werden schon bald eine neue Göttliche ernennen, die euch dazu zwingt, für uns einzustehen, anstatt nur euresgleichen zu beschützen. Für mich klingt das, als würdet ihr einfach einen Rückzieher machen. Oh, nein, schlimme Geschichte hier, offenbar. Die Berichte waren vage. Zwischen den... Ich weiß nicht.
Belassen wir es dabei, dass ich einen besseren Weg gefunden habe. Bei den Ahnen. Welchen besseren Weg könnte es in diesem Meer aus aufgeblasenen Schwachköpfen wohl geben? Wer ist denn da gegeneinander unterwegs? Ich weiß nicht, es sind auf jeden Fall zwei Fraktionen, die aneinander angehen. Ich habe Verwandte in Denrim. Sie haben mit angesehen, was geschehen ist. Inquisitor, welch unerwartetes Vergnügen. Eure Reise in die Stadt muss lang gewesen sein. Gibt es vielleicht irgendwelche Neuigkeiten aus dem Süden? Hier ist ein Brief von Ellerly. Er ist bei seiner Familie in den Dales und in Sicherheit. Oh, mein Ellerly. Oh, seid gesegnet. Die Dions werden sich dafür einsetzen, dass die Duparakets in den Adelsstand erhoben werden, Inquisitor. Ihr habt mein Wort. Und nun verzeiht bitte meine Eile, aber ich muss Ellerlys Worte lesen. Möge euch der Erbauer beschützen. Ich weiß nicht, mich auf die Worte von so einem Adelstypi zu verlassen. Oder Adelstypin, ne? Weiß ja nicht. Mich generell auf jemanden zu verlassen, der einfach nur sagt, ihr habt mein Wort. Den ich halt noch nicht mal kenne. Schwierig.